Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Places. Heute sind wir in den Regelbau L411A. Der hier gezeigte Bunker wurde im Spätsommer 1943 erbaut. Der Bunker hatte zwei Aufgaben: den Schutz der Bunkercrew und den Schutz des 60 cm Scheinwerfers. Der jetzt hier gezeigte Raum bot einem Dieselaggregat und dem 60 cm Scheinwerfer Platz. Nun zum Arbeitsablaufplan des Scheinwerfers. Der Scheinwerfer wurde im Falle von nächtlichen Luftangriffen verwendet. Die Aufgabe der Scheinwerfer war es, ein Flugzeug zu beleuchten für die 3-2 cm Flakstellungen, die in direkter Umgebung lagen. Im Falle eines Fliegeralarms wurde der Scheinwerfer vom Unterstellraum herausgefahren und in die Stellung am Ende der Betonspur gebracht. In diesem Mannschaftsraum befanden sich Schlafkojen für 6 Mann. Man sieht noch deutlich die Abdrücke der Bettgestelle an den Wänden. Wir betreten nun den Nahkampfraum mit der Nahverteidigungscharte. Auch dieser Mannschaftsraum war mit einem Kachelofen und einem handbetriebenen Ventilationsgerät ausgestattet. Nun kommen wir zum letzten Raum dieses großartigen Bunkers. Auch dieser einzigartige Bunker besaß eine Maschinengewehr- und Observationsstellung.